Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Order 1886 und dem Beagle. Es sind doch bestimmt noch mehr, oder? 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 Ja, nein, vielleicht. Ach so, natürlich. Ja. Moment! Ich bin fast da! Sag dem Scharfschützen auch bloß nicht Bescheid, dass du da bist. Der hat's bestimmt noch nicht mitbekommen. Lakshmi, warum können... Oh, komm. Kompaniemann getroffen! Was? Der Sound ist ein kleines... Ich gebe Deckung! Dann ziehen Sie den Kopf ein! Ziehen Sie den Kopf ein! Das ist genau so! Oh Mist, warum? Stehe unter Beschuss! Oh Mann! Wache getroffen! Kann die eigentlich da unten sterben, oder? Oh nein, Leute, ich habe nicht mehr viel Schuss. Da muss jetzt aber jetzt jeder. Aber oh, weißt du. Der dämliche Schrotflinten hat! Wieso bohren sich denn? Nein, ist, nein, wenn ich nur Los, oft genug hin und her laufe. Schneller! Dann erst den da hinten. Noch den hier, komm, bam! Herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn jetzt meine geile Waffe hin? Überraschend, die zeigen mir die Quicktime-Events halt in weiß an. Warum nicht in der Farbe? Damit ich wenigstens ansatzweise weiß, in welche Richtung es geht. Hinter Ihnen! Oh. Trink mal dein Gesöff. Moment. Weitergehen! Ich gebe Deckung! Du bist schlecht im Deckung geben, muss ich sagen. Oh, lauf doch schneller! Wieso gibt die mir keine Deckung? Granate! Was? Ich
viel zum friedlichen Vorgehen. Verdammt, mir ist nicht nach Scherzen. Hä? Sie sprachen von Beweisen. Wo sind sie? Geduld, Ritter. Wir sind fast da. Oh, die ist wie Helena aus Resident Evil 4, 6. Suchen wir einen Weg hier raus. Wenn Sie antworten wollen, müssen Sie mit mir kommen, Mr. Kennedy. Ich verspreche Ihnen, Leon, ich sag die Wahrheit. Und wer ist Deborah? Die Vereinte Indian Company versucht, auf dem neuen Kontinent Fuß zu fassen. Okay. Wir sollten abhauen. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Vielleicht kann man von der anderen Seite aufschließen. Und ich soll jetzt hier drin bleiben dann, während du dir überlegst, wie man da rauskommt? Sehe ich gar nicht ein. Ups, was? Der Flaschenzug könnte noch funktionieren. Ach. Lakshmi. Das müsste nah genug sein. Das mache ich. Sie gehen darauf. Dankeschön. Ich bin der schwer Verletzte, aber ich muss den Scheiß machen. Also Lakshmi ist gerade nicht so sonderlich kooperativ dafür, dass die mir so unglaublich... Ich denke, von hier erreiche ich den Flaschenzug. ...Beweise geben möchte. Ich bediene die Kette. Auf die andere Seite? Ich kann es schaffen. Ist das nicht ein bisschen mutig? Ach so, sein Wundermittel hat schon wieder Wunder geholfen. Ist okay. Nein? Na gut. Wo die alle so verteilt sind. Uff. 12. Mai 1884. Heute ist der 42. Tag unserer Reise durch den neuen Kontinent. Sir Stanley scheint die Reise beenden und in sein geliebtes Afrika zurückkehren zu wollen. Seit dem letzten Mal hat sich viel verändert. Die Wilden in diesem Land scheinen zahmer und besser erzogen als seinerseits. Mit Wilde meine ich nicht die Ureinwohner dieses seltsamen Landes. Diese sind ein wunderbares Volk. Die Wilden, von denen ich spreche, sind die schießwütigen Irren in den Städten dieses großartigen Kontinents. Viele haben den alten Zeiten abgeschworen und fristen ein zivilisiertes Dasein. Wir sind unterwegs in den Staat Nevada. Punkt. Eine Wüste, so weit wie das Auge sehen kann. Und unser Weg an die amerikanische Westküste. Meine Aufregung und Vorfreude sind kaum zu bremsen. Kalifornien ist nur 3 Tage entfernt. John Smith, Gehilfe von Sir Henry Morton Stanley, 12. Mai 1884. Ich find's cool, dass man erst denkt so, ey komm, der redet doch bitte nicht jetzt von Ureinwohnern Amerikas. Und dann kommt so, nein, nein, ich meine diese scheiß Schießwütigen da, diese verdammten Kolonialisten hier. Schließen Sie auf! Ja! Kannst du mal ein bisschen höflicher sein? Nur ein ganz klein bisschen. Ey, Iggy ist auch schon so unhöflich zwischendurch. Warum ist... Ritter, hier drüben. Warum haben die Frauen so unglaublich eigenwillig dargestellt? Mal ohne Scheiß. Ich zähle bis 3. 1, 2... Nicht geschossen. Wie soll ich denn? Hätte ich einfach schießen sollen. 1, 2. Oh
Nein, er macht nichts, Leute. Er macht nichts. Er macht nichts. Was soll ich denn da machen? Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Ach so. Achtung! Ich soll sie aus... Weil es jetzt auch für mich... Ich hätte auch einfach... Ach komm, ist okay. Das tat den aber ganz schön weh. Gib Deckung. Ja, gut, auf die Distanz kriegt es dann doch nicht ganz so hin. Aber ich finde Schrot gar nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Verdammt! Ey, von wo? Ich hasse die Waffe, ey, ohne Witz. Ey, das ist ein Schrot. Mit dem Schrot will ich nicht zielen müssen. Lakshmi, hast du es bald mal? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe die alle mit der Schrot weggeholt, ja? Sogar auf Distanz. Das ist die berühmt-berüchtigte Resident Evil Schrot, Leute. Ich will die hier haben. Ja, Lakshmi. Hm. Na gut, komm von mir aus. Aber das ist das doofe Gewehr, ne? Hier kommen wir durch. Ja, gute Frau, ja. Ja, sie drängelt ein bisschen sehr, muss ich sagen. Das werden die nie verstehen. Okay. Keine Ahnung, ich kann es ja nicht lesen, also. So, dann wollen wir mal. Jetzt kommt wieder, kommt da jetzt eine Zwischensequenz oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Nani, was macht er hier? Debbie, schon gut. Du kannst frei sprechen. Debbie, weiter. Es ist genau wie auf dem Luftschiff, Rani. Die Fracht ist für Amerika und Westindien bestimmt. Wie viele? Die Ladung wurde mehr als verdoppelt. Sie machen wohl verlorene Zeit gut. Die Lieferung darf den neuen Kontinent nicht erreichen. Da ist noch was. Die Wachen sind alarmiert. Sein Name wurde erwähnt. Sie arrangieren ein Treffen. Vielleicht haben wir doch Glück. Wessen Name war das? Einer eurer Weltenlords. Wenn er für ein Treffen hierher kommt, sehen Sie es mit eigenen Augen. Warum sagt ihr mir den Namen nicht trotzdem schon mal? Immer dieses Hickmack. Das haben die jetzt nicht gesehen, ja? Er weiß gar nichts. Lord Hastings ist Kämmerer und ein Peer. Er ist häufig in unserem Rat. Ja, eingeweiht in die Operation des Ordens. So ein Glück für ihn. Sie erfinden Verschwörungen, wo es keine gibt. Sehen Sie sich die Ladung an. Ich fantasiere nicht. Ja, das stimmt. Die Ladung haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Rani, gab Ghost bei die Schwester. Wegen Angedeh, Kesamartiki Patoke, Tovosa Rosuniga, Agarusne Nemat Namito. Der Wissenschaftler, Nicola? Ist Nicola etwa. Das muss ich jetzt einmal kurz nachgucken. Also nicht, wer der ist, sondern ich muss nachgucken, wie der Kerl, den ich meine. Hast du keinen Vornamen? Alter, hast du keinen Vornamen? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du einen Vornamen hast.
Nein, Leute, ich möchte nicht die Firma. Ich glaube, ich weiß, wer der Wissenschaftler ist. Sein Vorname ist Nikola, ne? Aber das kann überhaupt nicht funktionieren. Der ist viel zu früh geboren. Nee, doch gar nicht wahr. Das funktioniert sehr gut sogar. Und der hat einen Akzent vom Feinsten. Ich glaube, das ist Tesla. Nikola Tesla. Die Rani von Jahansi. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, Beagle, das war doch offensichtlich. Unsere Generäle haben ihren Tod in Qualia vermeldet. Ich habe immer davon profitiert, dass mich Narren unterschätzen. Das ist gut. Ich bin gespannt, sollte das diese Folge nicht aufgelöst werden mit dem Wissenschaftler. Ich hätte mit der Elektrizität wirklich drauf kommen können. Bitte verratet es mir nicht, ob ich recht habe oder nicht. Ihr könnt mir gerne darunter schreiben im Sinne von, du bist aber auch ein bisschen strunzdoof, dass dir das nicht aufgefallen ist. Aber ich muss gestehen... Meine letzte Reise nach Ostindien ist schon eine Weile her. Ach so? Mit den Elefanten geritten? Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin jetzt durch Assassin's Creed Syndicate tatsächlich drauf gekommen. Denn da spielt, glaube ich, Tesla auch eine Rolle. Oder zumindest wird er des Öfteren erwähnt eben. Ob ich jetzt recht habe oder nicht, ich hoffe, ich finde es noch diese Folge. In 3 Minuten wird es, glaube ich, schier unmöglich sein, das rauszufinden. Ja, Moment, ich komme sofort. Das neueste Schiff in der Flotte der Kompanie. Es kann nicht die Titanic sein. Die hatte ihre Jungfernfahrt deutlich später. Und hat sie nie vollendet. Na gut. Da. Die Lieferung wird verladen. Diese üble Fracht darf diesen Ort niemals verlassen. Beeilung. Ach so, na gut. Zum Ausgang die Ziele. Das wäre so cool. Ich meine, sie haben ja, das Spiel wird ja beworben unter der Prämisse, dass es reale Personen mit anderen Dingen, mit fiktiven Ereignissen vermischt. Und das würde passen, weil Lakshmi ist auch recht bekannt aus der Geschichte. Ach komm, was denn jetzt? Entscheidet euch doch mal. Zwischensequenz, keine. Du musst gehen und die Fluchtwege bewachen. Rani, ich sollte bei dir bleiben. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Das ist dein Befehl. Warum dann? Und ja, wenn jemand eine Vermutung haben kann, dass er offen dafür ist, abseits von Sebastian selbst, ist es tatsächlich Sir Galahad. Die Frage ist, wie offen die anderen halt im Zweifel sind. Wir können durch das Schiff zum Hauptlagerhaus. Aha. Machen wir das doch, gute Lakshmi. Ich bediene die Kurbel. Passen Sie auf und ich hebe die Plattform an. Alter, die Quicktime-Events und dass die unbedingt die komplett alles immer in weiß zeigen müssen. Ja, das ist atmosphärisch, aber es hat einen Grund, warum Quicktime-Events in der Farbe ihrer Tasten gezeigt werden, ja? Gut, bei PlayStation 5 haben die mittlerweile keine Farben mehr, aber in all den Jahren konnte man sich das so gut einprägen. Ich schaue mal rein. Dass man mittlerweile mit dem Dreieck ist halt grün, Kreis ist rot, X ist blau und Viereck ist rosa. Aber wisst ihr was, ich mache dann hier jetzt auch einen Cut rein. Wir haben eh nur noch 35 Sekunden. Bitte verratet mir nicht, ob ich mit meiner Theorie mit Nikola recht habe, ob das wirklich Tesla ist. Es würde zeitlich passen, weil das hatte ich nämlich gerade einmal kurz nachgeguckt, wie Tesla mit Vornamen hieß. Und ich hatte nämlich irgendwas mit N im Kopf. Und dass er 1856 geboren. Das passt zeitlich ja dann zusammen vom Alter her. Wie gesagt, sollten einige von euch sich gedacht haben, direkt beim ersten Mal, oh wie geil, das ist bestimmt Tesla. Ja, sorry, ich bin, wie gesagt,
Das ist so ein Bereich in Geschichte, da habe ich durchaus zwischendurch mal Lücken. Und ja, ich weiß, Tesla ist Allgemeinbildung. Ich habe keine Ausrede. Vielleicht gibt es ja aber unter euch Zuschauern auch ein paar Leute, ja, die das genauso sehen wie ich und gerade erst so einen Geistesblitz hatten, so, könnte das. Und wenn nicht, dann tut bitte einfach so dem Beagle zuliebe, damit er sich nicht ganz so dumm fühlt. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir machen nächstes Mal weiter. Haut rein.